Moin Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Crafted Egg 9. Heute ist es wieder soweit. Wir müssen langsam ein bisschen hier ein großes Projekt in Angriff nehmen. Und wir nehmen da schon lange Zeit in Angriff, aber es kostet sehr viel Zeit und es kostet noch mehr Ressourcen als eigentlich Zeit. Und deswegen ist das sehr, sehr, sehr heavy. Wir haben gestern schon ein bisschen weitergemacht. Wir haben gestern ein bisschen Lager gebaut. Wir haben gestern ein bisschen Baum geschmückt mit Kroko. Da gehen wir gleich dann nochmal hin. Wir können schon mal die Dias schnappen und Richtung Shopping District düsen. Da werden wir nämlich gleich nochmal ein bisschen shoppen gehen. Unser Shop hat mittlerweile schon ein bisschen Umsatz gemacht, worauf ich sehr, sehr stolz war. Wir haben 12 Dias Umsatz gemacht. Das Ganze tatsächlich noch schwarz, weil wir ja noch nicht an der Börse angeschlossen sind. Das heißt, das ist alles noch so ein bisschen hinter der Börses Rücken. Und ich habe den Shop nochmal ein kleines Stück umgebaut. Der sieht jetzt gerade so aus. Wir sind noch nicht final. Wie gesagt, der Shop wird sich noch ein bisschen verändern und so. Aber so sieht es gerade aus. Ich finde das eigentlich ziemlich cool mit diesen Displays so gesehen. Dann kann man nichts kaputt machen. So, man sieht das alles. Aber wir haben jetzt ein Slot für Dias. Wir haben hier unten die Shulker-Chest drin. Verkaufen die Dinger. Ich habe nochmal gigantisch viele Seelatte angefarmt. Wie gesagt, die Farm läuft ja mittlerweile auf AFK-Mode. Das heißt, ich stelle mich da einfach hin und dann läuft der süße Hase. Und wir haben jetzt hier den Shop. Aber wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen verändern. Spätestens auch am Sonntag. Da kommt nämlich Joe und schließt das Ding an die Börse an. Und dann brauchen wir auch eine richtige Kasse und so. Ist auch noch ein Turm hier mit dazu. Aber kommt alles noch, kommt alles noch. Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz den Slime-Shop leer kaufen. Sollte es den geben. Wir haben hier ein Stack. Guck mal, ein Stack, 4 Dias. Ist Slime so viel schwerer zu... Oder eigentlich ist doch... Seal Intense sind doch... Unsere Preise sind viel zu billig. Boah, das ist schon heavy, ne? Wie viel wären das denn? Das wären was? Ein halber Stack Dias dafür? Boah, nehmen wir mal... Ich nehme mal 4 Stacks mit, okay? Ich glaube, 4 Stacks wären in Ordnung. Aber alles andere ist mir ein bisschen... Boah, ist schon heavy. Ist das okay? Das Leerkaufen wird nicht ganz so was. Ja, unser Baum steht. Würde ich auf jeden Fall gerne noch... Ich würde ihn dieses Jahr gerne so ein bisschen überschmücken. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich würde gerne noch so ein bisschen Lametta mit dazu machen. Vielleicht Schnee mit oben drauf. Weil gerade finde ich ihn schön, aber ich finde ihn sogar ein bisschen zu ruhig. Schon fast. Also zu wenig Deko. Der darf ruhig ein bisschen überladener sein. Mit ein bisschen Schnee oben drauf. Mit, ich weiß nicht, vielleicht Spinnenweben oder sowas. Müssen wir uns doch was überlegen. Und da ein bisschen weiterschmücken. Vielleicht dann mit Kroko nochmal, wenn der Lust drauf hat. Aber das düsen wir erstmal noch weg. Wir könnten uns theoretisch noch ein bisschen Holz mitnehmen. Sollte Kev gerade was da haben. Lass uns hier mal noch... Ja komm, lass uns hier nochmal 10 Stacks Holz mitnehmen, wenn wir schon da sind. Machen wir die einfach hier rein, dann sind wir die auch los. Und dann können wir wieder abdüsen. Und an unserem wunderschönen Lager weiterbauen. Denn, wie gesagt, das soll so langsam aber sicher auch irgendwann mal fertig werden. Ein Traum ist das, ein absoluter Traum. Wir haben unseren zweiten Flügel so gut wie fertig. Der dritte und der vierte fehlen noch. Aber wir setzen uns jetzt dran. Wir werden sehr viel craften und wir werden sehr viel bauen. Auf das Ding hoffentlich wirklich bald fertig wird und wir alle Items hier einsortieren können. Wir haben es, glaube ich, erneut geschafft. Haben wir alles geschafft? Da oben fehlt noch eine Reihe, eine letzte Reihe Observer. Aber dann sind die nächsten beide Module fertig. Ich bin super glücklich. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Es sieht wieder wie ein Traum aus. Das Ding erstreckt sich hier über diesen kompletten Gang. Der zweite Gang ist damit theoretisch komplett fertig. Oder? Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Filter und so sind alle da. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ey, absolut top. Richtig, richtig heftig. Die Buttons fehlen noch, die Schalker und sowas fehlen noch. Die legen wir gleich oben mit rein. Ich habe auch gestern, falls ihr noch nicht gesehen habt, das ganze Ding nochmal umgebaut, weil wir das ja nicht diagonal hatten. Das habt ihr in der YouTube-Folge, glaube ich, nicht gesehen, aber wir haben das ganze Ding legit einen Block weiter nach hinten geschiftet. Das ging eigentlich schon fit, aber ja, so ist praktisch alles richtig. Schalker noch mit dazu. Ey, ich finde auch, ohne Schalker sieht das so geil aus, ne? Ohne Schalker ist halt nochmal ein bisschen größer, ein bisschen voluminöser und so. Deswegen eigentlich ganz chillig. Hier ist irgendwie teilweise schon ein bisschen eng. Darf man ruhig, glaube ich, mal mit dazu sagen. Aber der zweite Flügel des Lagers steht, ist sehr, sehr sick, rohstoffintensiv. Sein Urgroßvater ist das Ding. Also da müssen wir unbedingt ein bisschen, ja, müssen wir uns echt dran halten, was das Ganze angeht. Aber ich glaube, wenn wir da wirklich mal so intensive Farming-Touren einlegen, dann geht das auf jeden Fall fit. Dann können wir auch bald den Flügel hier drüben anfangen. Jetzt düsen wir erstmal ins End, denn wir bauen uns eine kleine Bienenfarm.
um Honigblöcke zu bekommen. Ich will ja mein Tor, das haben wir mit Joe letztens besprochen, ich würde sehr gerne dieses Tor hier auf und zufahren lassen. Und dafür brauchen wir Honig und Schleimblöcke, die dieses Tor nehmen. Wir werden wahrscheinlich sehr viel dafür brauchen, weil unser Tor wirklich sehr, sehr groß ist. Honigblöcke generell haben wir ja schon ein paar gefarmt, aber das wird bei Far nicht reichen. Im 2-Stack, so wir werden sehr viel mehr davon brauchen. Vor allem, weil wir ja fürs Lager auch noch welche benötigen. Und deswegen gehen wir das Ding einfach mal an. Das heißt, wir suchen jetzt ein paar Bienennester, bauen die mit Silktouch ab und dann düsen wir rüber ins End und bauen noch eine kleine Farm auf. Im End, weil dort die Bienen immer arbeiten. Die sind nämlich geilomatico dann. Okay, erstes Bienennest ist auf jeden Fall am Start. Das ist ziemlich nice. Oh, darf ich das so überhaupt abbauen? Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Hier ist noch ein zweites. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob hier eine drin ist. Doch, ich glaube schon, ne? Ich hoffe, die sind nicht sauer auf mich, wenn ich die zu Hause wieder raushole. Wir bauen da eh eigentlich Hives. Das heißt, vielleicht, guck mal, es restart gerade. Vielleicht behalten wir die einfach, breeden die Bienen hoch, warten, bis sie alle erwachsen sind. Und dann... Oh, hier ist Bastis Blumenfarm. Jau! Und dann machen wir die einfach in Hives. Ich glaube, das wäre ganz chillig. Guck mal, wir haben das nächste. Und das nächste. Und das nächste Bienennest. 5 Stück mittlerweile schon eine Zahl. Ich glaube, wenn wir hier nachts unterwegs sind, Moin Max, dann ist das echt ziemlich sick, weil wir halt gerade in so einem Flower Forest echt viele Bienennester eigentlich finden. Und bei Nacht sind sie halt schon da drin. Das heißt, wir können, guck mal, so wie hier oben ist schon wieder eins. Wir können die einfach mitnehmen und die haben direkt ihre Bienen. Das ist wirklich crazy. Ich wusste nicht, dass in Flower Forest wirklich so viele Bienennester zu finden sind. Also ich meine, es ergibt irgendwo Sinn. Man kann ja auch die Spawn-Chance erhöhen mit Blumen daneben, aber trotzdem irgendwie ein bisschen heavy. I don't know. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die so schnell finden. Ich glaube, die reichen auch. Wir werden die jetzt eh hochzüchten und dann in Hives stecken. Deshalb nehmen wir die erstmal, glaube ich, mit nach Hause, bauen da so ein kleines Enclosure, züchten ein paar Bienen, hoffen, dass in jedem Hive 3 Stück drin sind oder so und dann nehmen wir die mit ins End. Wir müssen nur darauf achten, dass sie alle erwachsen sind, damit die Babybienen nicht aus irgendwelchen komischen Sachen rauskommen, wo sie normalerweise nicht rauskommen sollten. Und Alliums nehmen wir mit. Ich glaube, wir nehmen Alliums zum halt für unsere, ja, für unsere Blumen. Das sind die, mit denen arbeiten die einfach besser. Ist well known, dass Alliums die präferierte Blume von Bienen sind. Ich werde mir jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben, okay, so viel brauchen wir niemals, ich werde mir zum ersten Mal in meinem Leben Beehives bauen. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie Beehives gebaut davor. Faszinierend. Ich habe mir dann immer die anderen Dinger benutzt. Also die Bienenstöcke, die wir jetzt auch haben. Wir haben hier unsere kleine Bee-Area. Schau dir die mal an, Alter, wie geil. Wie übelst wild. Genau, und die wollen wir natürlich alle breeden. Oh Gott, er kommt ja einfach rausgeploppt. Was ein Timing. Genau, und die sollen da halt alle hier rein. Das wäre der absolute Dream. Wir bauen die jetzt schon mal ab und fangen an, die hier so ein bisschen zu züchten. Und da machen wir so viele Bienennests hin, dass das hier passt. Wir haben jetzt gerade... Oh, das ist ein bisschen unübersichtlich, warte. 12 haben wir, ne? Wir haben genau... Nee, 9 Bienen haben wir. 9. 3, 6, 9. 9 Bienen haben wir. Okay, reicht für drei Hives. Ist sehr, sehr chillo. Die wollen wir dann auch wieder abbauen, hoffentlich, wenn die alle voll sind in der Nacht. Und... Ja, die anderen sollten halt hier auch raus. Aber ich will die halt umsiedeln, damit die alle in Hives sind und nicht etwa in Nestern. Und wir müssen warten, bis die Kleinen erwachsen sind. Das ist auch sehr wichtig. Wir holen uns größere, mehr Poppies. Vielleicht von Stegi. Das wäre sehr geil. Und dann können wir die Kleinen schon mal ein bisschen größer züchten. Und müssen nicht so ewig warten, bis die erwachsen werden. Angekommen im wunderschönen... Ja, so hässlich wie das End ist, ist es vielleicht doch schlauer, das im Nether zu bauen, ne? Ich glaube, wir bauen es schon im Nether. Weil guck mal, der Hub... Der Nether-Hub wird ja die ganze Zeit benutzt. Das heißt, die Farm ist dann auch die ganze Zeit so nebenbei immer mal wieder ab und zu geladen. Das wäre viel smarter. Im End ist nie jemand, aber im Hub sind ja relativ oft Leute. Wir bauen es im Hub. Keine Ahnung wo, aber wir bauen es im Hub. Ich glaube, wir gehen hier runter irgendwo. Dann geht es zu unserer Garden. Bauen wir das da in die Wand rein, oder? Ja, doch. Wir bauen es lieber hier. Ja, obwohl, es sollte schon irgendwie auch nah sein hier von irgendwo. Vielleicht können wir es hier unten. Ist hier unten Freiraum? Alter, wir bauen es einfach hier hin. Der perfekte Spot. Junge, das wird's. Okay. Ey, ich glaube, das ist ein Dream. Eigentlich wollte ich es ursprünglich ins End bauen, aber das wäre ein bisschen Quatsch gewesen. Also, um nochmal ganz kurz zu sagen, Bienen arbeiten im End und im Nether dauerhaft, weil es da keinen Tag-Nacht-Zyklus gibt. Und deswegen ist eine Bienenfarm dort sehr viel lukrativer. Und wir bauen jetzt die Bienenfarm. Simple as that. Anfangen werden wir damit, indem wir unsere Kiste holen.
und die hier hinmachen. Dann machen wir 8 Hopper. Wir haben jetzt 8 Beehives. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen die nochmal oben drauf. Und da werden dann später... Ich habe Dispenser vergessen. Au, die müssen wir nochmal holen. Das war ein bisschen bescheuert. Die habe ich total vergessen. Guck mal, die können wir schon mal hier hin machen. Die Blöcke Abstand hiervon. Da kommen dann später unsere Hives rein. Dann gehen wir hier nach hinten. Da haben wir dann unser erstes Redstone über die Comparator und sowas. Comparator kommen dann probably. Ja, genau. Nee, unsere Hives kommen... Genau, unsere Hives kommen auf die Hopper. Darüber kommen die Dispenser. Hierhin kommen unsere... Wenn es ein Redstone-Dinger. Ich glaube, hierhin kommt sogar auch schon Redstone, ne? So, auf den hier. Dann haben wir den hier nach oben. Ich glaube, das untere Redstone kann sogar weg. Ich glaube, das müssen gar nicht mehr dazu. Okay, wir bauen erstmal so auf, sonst schauen wir gleich, ob das anders vielleicht ein bisschen schlauer wäre. Aber ich meine... ich bin mir nicht ganz sicher. So, unsere Hive stehen hier, darüber sind die Dispenser. Also, die kommen dann praktisch... Das sah gerade aus wie ein Grafikfehler. Die kommen hier hin und den Rest können wir schon mal mit Glas voll machen. Also das können wir schon mal komplett hier außen rumziehen. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen Platz für Dirt, ne? Das kommt hier hin. Da werden dann unsere Blumen drauf sein. AKA diese hier. Wir haben jetzt doch Rosen genommen, aber die tauschen wir, glaube ich, noch zu Alliums aus. Da oben können wir vielleicht was anderes machen, aber vielleicht ist es auch ganz clean, wenn man da reinschauen kann. Was ist denn, wenn wir von hier direkt Hopper reinlaufen lassen? Ich glaube, das ist sogar smart, ne? Dass wir... Ah, na ja, klar, machen wir das von da. Natürlich. Okay. Never mind. Wir machen hier ein Glas. Aber ist das da nicht Quatsch? Nee, ich glaube, wir brauchen noch einen Block mehr. Dann können wir das Ding hier hin machen. Okay, das muss alles einfach nach hinten. Also das, so wie wir es davor hatten, war, glaube ich, schon richtig. Sorry, dass das so ewiges hin und her ist. Genau, dann haben wir praktisch hier oben Hopper, die wir entlanglegen können. An die ganzen Dispenser. So. Und... Die gehen dann hier drüber und dann haben wir da oben wieder Input für frische Flaschen, damit die alle aufgeteilt werden. Die können wir dann hier über eine Kiste einfach reinfüllen lassen. Oh, Huga, meine Axt. Man, verdammt. Okay, dann holen wir uns ein paar Dispenser und bauen das Ding fertig. Jetzt können wir hier unsere Slabs hinbauen. An die Slabs dran. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Kommen unsere Beehives. Ich weiß nicht genau, wo wir das am besten machen. Und wo wir die am besten setzen. Von vorne, maybe? Ich glaube schon. Also unsere Dispenser sind auf jeden Fall da. Aber ich weiß nicht, ob das so smart ist, sie von vorne zu setzen. Ich hoffe, die Bienen können da nicht unten durch. Aber ich glaube normalerweise nicht. Wir probieren einfach mal aus. Könnte jetzt ein bisschen doof werden, aber... Wir hoffen einfach mal, dass alles fit geht. So, hier ist alles zu. Erster Beehive. Sehr gut. Zweiter. Dritter. Machen den hier weg. Vierter. Fünfter. 6, 7, 8. 6, 7. Die können eh noch nicht raus, ne? Deswegen war das gar nicht mal so übertrieben notwendig, da so viel damit zu machen. Dann haben wir das Ding hier. Hier ist überall zu. Wir machen hier eine Seite vorsichtshalber noch ganz dicht. Und jetzt bauen wir ganz vorsichtig die ab. Und eigentlich sollten die Bienen jetzt sofort ausploppen. Ah, ja. Das ist doch schon ein bisschen geiler. Und wir nehmen uns jetzt unsere Bienen, unsere Blumen und setzen die unten wieder mit dazu. Das heißt, wir gehen einfach hier hin, knallen die überall mit rein. So. Dann sollten wir 8 Stück haben, oder? Alter, Traum! Let's go! Okay, und Redstone kommt... Noch nicht ganz bis nach oben. Die Frage ist halt, was für ein Honey-Level das ist, ne? Aber eigentlich sieht es aus, als wäre der hier komplett voll. Ach so, ist er auch. Okay, chillig. Genau, da müssen jetzt unsere ganzen Flaschen rein. Das heißt, im besten Fall sollten die Flaschen immer... Sie müssen immer gefüllt sein. Das ist das große Problem an der Farm, glaube ich. Denn sobald hier praktisch eine leere Flasche drin ist irgendwo, dann nimmt der Dispenser die selber wieder auf. So, und dann liegt die hier drin. Und das darf halt nicht passieren. Deswegen müssen wir gigantisch viele Flaschen da oben reinknallen, damit die ganzen Dispenser immer genug haben. Und dann würde unser Honig sich halt im Endeffekt hier hinten drin sammeln, in dieser wunderbaren Chest. Clean. Also, holen wir eine Menge Flaschen und befüllen das ganze Ding. So, glücklicherweise besitzen wir eine wunderschöne Raid-Farm, die rein zufällig Flaschen produziert. Und wir gucken jetzt einfach mal nach, ob diese Raid-Farm rein zufällig...
Schon eine ganze Schalker voll. Nein, hat sie nicht leider. Ah, wäre auch zu schön gewesen, ne? Die spuckt halt das ganze Ding immer nur aus, wenn die ganze Schalker voll ist. Das heißt, wir müssen ihn abbauen. Ja, aber da ist trotzdem ordentlich was drin eigentlich, ne? Ich glaube, da kann man sich eher weniger beschweren. Dann machen wir die hier wieder alle dran und nehmen die erstmal schon mal mit. Ich meine, das ist keine ganze, ne? Es ist nicht unbedingt die Welt, aber es ist auf jeden Fall chillig, wenn wir das schon da haben. Vor allem, weil wir es halt sowieso einfach mitnehmen können. Wie viel sind das? Zwei mehr. Das sind 7 Stacks. 7 Stacks ist in Ordnung, glaube ich. Das kann man auf jeden Fall tun. Und dann traden wir noch ein bisschen Glas und füllen das ganze Ding auf. Alright, Freunde, Flaschen sind am Start. Und, oh, da ist gerade wieder Klick gemacht. Die ersten Honigbottles kommen auch schon wieder zusammen. Das Coole ist, dass wir die natürlich auch recyceln können. Das heißt, wir können einfach die gebrauchten Flaschen wieder hier oben reinwerfen. Und dann teilen wir die hier alle auf. Wir brauchen halt gigantisch viele, wenn wir hier wirklich alles voll haben wollen. Also halt auf jeden Fall die ganzen Hopper und die ganzen Dispenser voll. Das wäre halt der Dream. Gerade haben wir so 20 überall drin. Der hier ist auch schon sehr, sehr voll. Und das läuft auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, wir können die auf jeden Fall jetzt hier stehen lassen. Wie gesagt, ihr solltet jetzt die ganze Zeit immer wieder so nebenbei ein bisschen... Ah, der ist noch nicht ganz voll, ne? Die sollte jetzt nebenbei immer wieder geladen werden, weil der Netab ja die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten benutzt wird. Deswegen ist das, glaube ich, wirklich ganz smart, ja, die Farben hier stehen zu haben. Und dann können wir hoffentlich bald unsere wunderschöne, boah, Hammer, unsere wunderschöne Türe bauen. Aber jetzt bauen wir erstmal unser wunderschönes Lager weiter und bauen dort oben Eis- und Wasserstrecke wieder hin, damit unsere Items theoretisch zum Einen sortiert werden könnten. Wir haben ein gigantisch-giganto-Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich da davor nicht drauf gekommen bin. Aber das ganze Ding ist auf der falschen Seite. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt alleinen sollte. Die Items müssen ja hier sein. Also, ich habe jetzt gedacht, wir machen hier einfach Honig hin. Aber der Honig muss ja hier sein und die Items müssen von der Seite hier kommen. Also die Items müssen von hier kommen und da dagegen gehen. Also die kommen ja von der falschen. Wie soll ich die denn jetzt hier hinbekommen? Kann ich nicht hier hin machen? Das hat doch den gleichen Sinn, oder? Nee. Unless, wenn wir da... Naja, ich weiß nicht, ob das geht. Also es würde den gleichen Sinn erfüllen. Aber dann bräuchten wir hier vielleicht eine Wasserquelle. Und dann müsste ich hier auch wieder eine Wasserquelle. Boah, wer das gab? Ich weiß nicht, ob das geht. Eigentlich müssten die halt auf die andere Seite, ne? Eigentlich müssten die Items nach hier drüben... Eigentlich müssten wir so ein komplettes Zigzag-Ding da machen, Mann. Ey, wirklich. Also die Items... Jetzt no joke. Eigentlich müssten die Items, wenn die hier kommen... Dann müssten die hier hoch, hier rüber... Hier hoch... Hier hin... Hier hoch, hier... Da zurück... Dann kommen sie da wieder an... Und dann müssen sie von dem weiter zu dem. Und dann nach oben, rüber, vor, zurück, runter, rüber. Ja, das ist ja übelst Quatsch. Warum kommt denn der hier raus? Oh. Ja, das ist ein Desaster jetzt. Ich guck mal, ob das so geht, aber das ist eigentlich nicht so, wie ich es will. Boah, das scheint zu funktionieren. Ich glaube, es ist vielleicht sogar eine coole Lösung. Vielleicht ist es sogar relativ elegant. Die Items gehen halt jetzt hier gegen, ne? Also sie kommen hier praktisch an, gehen im Block. Allein sich dann trotzdem mit ihrer Hitbox. Geht einfach nur darum, dass die Hitbox halb auf Eis, halb auf Hopper ist. Und das haben sie halt hier mit. Und wenn der Hopper jetzt hier voll ist, dann gehen sie weiter und traveln in der Mitte davon. Also eigentlich sollte alles passen. Wir machen es jetzt halt nur ein bisschen hübscher. Bin gerade überlegen, ob wir dann die anderen Wasserläufe vielleicht sogar auch umbauen. Da hinten die. Weil da habe ich ein bisschen komplizierte Methoden gewählt. Trotzdem gucken wir jetzt einfach mal. Ich mache das ganze Wasser jetzt nochmal weg und wir setzen das hier zu Glas, damit das hübsch ist, damit wir die Items sehen können. Und dann schauen wir, ob das alles so machbar ist, wie ich das gerne hätte. Beziehungsweise können wir das Wasser hier schon mal überall setzen. Wir müssen ja nämlich den kompletten Wasserlauf nach oben und rüber auch wieder machen, ne? Ja, ich glaube, dann machen wir erstmal das hier alles überall hin. Gucken, wie sich das hinten verhält. Dann brauchen wir da auch wieder eine Lösung für irgendwas. Aber das können wir hier oben genauso machen, ne? Dann muss das gar nicht so kompliziert sein wie davor. Fällt mir gerade auf. Dann hätten wir auch gar keinen Dispenser gebraucht. Aber Dispenser brauchen oder wollen wir, damit die Items nicht despawnen. Oder wir nehmen Delfine. Das wäre eine andere Alternative. Geht genauso. Aber dann müssen wir Delfine einsperren. Das ist ein bisschen sass. Wir haben es geschafft. Unser letzter Bucket ist platziert.
Let's go! Ich bin sehr zufrieden, wie es gerade aussieht. Ich glaube, das System, was wir jetzt haben, ist nochmal um einiges cooler als das letzte. Also was wir bei dem ersten Modul gebaut haben. Deshalb bleiben wir, glaube ich, auch dabei und schauen einfach mal, ob wir in die Richtung das Ganze hier hinten auch nochmal umbauen. Ich glaube, das ist nämlich ganz, ganz clean. Ich würde tatsächlich jetzt im Nachhinein auch Delfine benutzen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, wie ich hier rauskommen soll. Ist echt ein bisschen schwierig, ne? So, das wollte ich davor schon machen, haben wir aber nicht gemacht. Trotzdem finde ich es, glaube ich, ganz nice, wenn wir Delfine benutzen würden, weil wir jetzt gar keine mehr bräuchten. Also wir bräuchten jetzt keine Dropper mehr, so wie wir es gebaut haben. Unsere Items kommen jetzt eben hier rüber, zack, zack, allein sich hier, das kennt ihr ja, gehen dann einmal komplett weiter. Einfach die gerade Straße nach hinten, sind halb, halb auf den Dingern. Dann wäre hier einfach nur ein Aufzug, der nach oben geht. Und der führt die Items dann zu dem genau dem gleichen Ding wie hier. Das heißt, die Items kommen hoch, werden hier gegen die Honeyblocks gespült, sind dann aligned und gehen dann wieder die Straße entlang. Wir bräuchten also keine Dropper. Davor sind wir so rüber und haben es dann gegen den Honey geschossen. Komplett useless. So geht's auch. Aber so würden unsere Items irgendwann despawnen. Das heißt, wir könnten uns hier oben einfach einen Delfin einsperren. Delfine können ja mit Items spielen. Und die können irgendwie 4,7 Millionen Items oder so pro Stunde aufnehmen und wieder ausspucken. Also die machen einfach brrrt und ballern die super schnell durch, übelst sick. Und deswegen sperren wir hier oben, glaube ich, einfach einen Delfin ein, der die ganzen Items nimmt und sie wieder hier rüber ausspuckt. Wir müssen nur richtig allein, damit das alles passt. Ich weiß noch nicht genau, wie das am einfachsten geht. Da müssen wir ein bisschen gucken. Zur Not können wir auch einen Dropper und einen Dropper-Clock und sowas nehmen, das ist okay. Aber Delfine wären, glaube ich, ganz cool. Und dann gehen die Items hier entlang. Das ist genauso wie davor. Items gehen hier, also gehen hier drüben weiter. Gehen oben gegen das Ding. Wo waren wir denn da gerade? Ganz komisches Viertel. Komme hier wieder gegen den Honig. Wieder vor. Allein sich hier, gehen wieder Straße rüber, gehen hier hinten, klatschen gegen Honig runter und kommen hier vorne wieder raus. Und dann würde das ganze Ding wieder von vorne beginnen. Also nächstes Modul würde dann hier hinkommen und eben wieder genauso aufgebaut werden wie das jetzt. Wir gucken uns also an, wie wir Delfine machen. Das wäre absoluter Dream, würde ich sehr, sehr geil finden. Aber für jetzt bin ich super zufrieden. Wir haben eine Menge Stuff heute geschafft. Wir stellen uns jetzt ein bisschen, glaube ich, Richtung Neta und gehen da ein bisschen AFK, damit da ein bisschen Honig accumulated wird. Das wäre ein Träumchen. Und dann bauen wir hoffentlich bald unsere Tür und das ganze Lager komplett fertig.